Willkommen, willkommen von Ivo Preview. Wir sind hier bei Logitech und haben eine neue Tastatur in der Hand, die eine Desktop-Tastatur ist, mit der man sich aber auch zu mobilen Geräten ganz einfach verbinden kann. Die K780 ist aktuell in dieser Farbe nur verfügbar, kommt bald in mehr Farben. Ich erkläre euch kurz, worum es hier geht bei dieser schönen Tastatur mit Bluetooth-Verbindung. Und zwar haben wir hier oben drei Spezialknöpfe, wo wir zum Beispiel hier sehen können, dass die eine Taste hier gerade leuchtet, weil ich sie gedrückt habe. Das heißt, wir sind verbunden mit einem Smartphone. Die zweite Taste wird langsam blinken, das heißt, wir sind normalerweise verbunden mit dem Smartphone. Bei dem Smartphone ist aber gerade die Bluetooth-Verbindung aus. Also wenn ich die Bluetooth-Verbindung wieder anmachen würde, dann wird sie entsprechend sich gleich verbinden, die Tastatur, wenn ich auf dem Modus bin. Und hier bei der dritten Taste, da blinkt das ganz schnell und das wird jetzt so lange blinken, bis wir uns nicht mit irgendeinem Gerät verbinden, denn wir sind gerade im Kopplungsmodus bei der Logitech-Tastatur. Heißt, so kann die Tastatur gefunden werden von einem Tablet, Smartphone oder auch unserem Computer, je nachdem, wo wir das mit Bluetooth verbinden wollen. Wir sehen können, die Tastatur ist super von der Ausstattung oder von dem Layout her. Beziehungsweise wir haben hier auch die Multimedia-Tasten zum einfachen täglichen Einsatz. Was mir nicht so gefällt, sind die kleinen Pfeiltasten, mit denen man sich in PDFs nur ein bisschen unbequem bewegen kann. Vor allem, weil wir keine Page-Up-, Page-Down-Tasten haben, aber dafür hier das Numpad. Natürlich lässt sich die Tastatur auch an- und ausschalten, je nachdem, wie wir das verwenden, ob wir es täglich verwenden oder nicht. Dann entsprechend hier an der Seite. An der Unterseite befindet sich der Bereich, wo wir hier entsprechend die Batterien austauschen könnten, weil zwei Duracell-Batterien in der Verpackung natürlich mit dabei sind, mit 3A. Und falls unser Desktop-PC zum Beispiel kein Bluetooth integriert hat, haben wir auch noch einen Unifying-Receiver hier immer mit drin, damit wir den nicht verlieren, beziehungsweise den dann auch einsetzen können, wenn wir natürlich nicht nur mit dem Tablet oder Smartphone in Kommunikation sind, hier bei der K780-Tastatur, die eine Bluetooth 4.0-Tastatur ist. Was ihr noch sehen könnt, ist, dass hier natürlich so eine kleine Rille ist, wo wir zum Beispiel einfach unser Smartphone reinsetzen könnten. Hier daneben hätte sogar noch ein iPad Mini oder ein normales iPad Platz. Aber wenn ich das iPad Pro zum Beispiel nehme, dann passt das hier auch noch wunderbar rein von der Dicke her und von der Größe her. Ich habe hier wirklich echt sozusagen ein Desktop-Mobile-PC auf einem Tablet, wo ich den Bildschirm komplett bis hier unten habe. Genau. Entsprechend muss die Tastatur ein bisschen schwer sein. Sie ist auch ganz schön schwer gebaut und da ist auch ganz schön viel Material drin. Deswegen 99 Euro der Preis. Nicht so günstig, aber dafür auch nur vorerst in der Farbe verfügbar. Bald vielleicht in mehr Farben, wobei mir die Farbe sehr gefällt mit diesem schönen Design, was so ein bisschen nach Granit ähnelt, aber so schön gummiert ist, dass das Ganze einfach nicht rutscht und kein Staub anzieht. Mein Name ist Manuel Schreiber, wenn ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal hier von IFA Preview und wer es zugeschaut hat.